Hallo und willkommen zu der Serie Bouquet, Koran und Wissenschaft, wo ich mich mit einer Broschüre beschäftige, genannt Bibel, Koran und Wissenschaft, geschrieben von einem französischen Arzt, Maurice Bouquet. Was ich mache, ist die Behauptungen aus der Broschüre zu nehmen und diese mit der Realität zu vergleichen. Nicht um einen der Götter zu demontieren, sondern die Behauptungen eines unehrlichen Menschen zu untersuchen. Und den ganzen Vorspann, den habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, der ist am Anfang. So, wir sind jetzt bei Seite 36 angelangt, der Embryologie. Und da gehen wir jetzt mal direkt rein, wo ich mich auf die Humanembryologie konzentriere. Weil sonst ist das Feld wirklich zu weit. Und das Thema Embryologie und Islam hat mich ja schon sehr oft im Laufe der Jahre beschäftigt. Und ich verstehe nicht, warum so dermaßen viele Muslime so dermaßen update-resistent sind. Okay. Wir fangen mal an mit der Definition, was eben Humanembryologie eigentlich ist. Das heißt, die Entstehung und Entwicklung der Organe. Das heißt, angefangen von den Haaren bis hin zu den Zehennägeln. Mit den ganzen Organen, mit Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und was es alles da gibt. Davon steht aber nichts im Koran. Und es geht in der Embryologie um alle Körperteile eines Menschen. Und daran anknüpfen verschiedene Abfolgen und Bereiche. Und jeder sieht doch hier sehr schnell, dass im Koran nichts davon steht. Nichts, absolut nichts. Wir haben also schon mal nichts hier mit Embryologie zu tun. Und in irgendeiner Form ist da nichts mit Embryologie, sondern es ist einfach nur Kreationismus in seiner reinsten Form. Das heißt also nur, die Entstehung des Menschen wird irgendwie beschrieben, was aber leider falsch ist. Weil ein undefiniertes, unerfassbares Wesen alles herstellt, inklusive aller Tiere, inklusive uns Menschen. Und dazu werden über ein Dutzend verschiedene Materialien angeführt, die sich auch noch dazu widersprechen. Und ohne einen erkennbaren oder beschriebenen Prozess plötzlich einen Menschen als Resultat haben. Simsalabim. In diversen Debatten und Videos habe ich das ja, bereits öfters dargestellt und dann hinreichend belegt. Ich bin sogar auf Nebenthemen wie den Ursprung dessen eingegangen, was im Koran Wasser genannt wird, wie es in den Menschen hergestellt wird und habe dann den Inhalt des Korans als fehlerhaft identifiziert. Ganz einfach durch einen Vergleich mit der Realität. Und trotzdem haben kürzlich Schia-Muslime mit extrem albernen Blättchen rumgewedelt, wo wilde Behauptungen aufgestellt werden, die bereits tausendfach widerlegt wurden. Also der Level der Moral, der Integrität und Ethik dieser Islam-Apologeten, das irgendwie reicht das nicht aus, das zuzugeben oder es zu akzeptieren. Und deswegen sagen diese Islam-Apologeten, also besonders jetzt der Schia Hamza, die tun dann so, als ob da irgendetwas stimmt. Und lieber nehmen sie den Inhalt einer Broschüre von einem verlogenen Arzt aus Frankreich, nur weil sie meinen, so ihren überaus schwachen und ignoranten Gott beschützen zu können. Von dem sie ja meinen, es sei der Verfasser des Korans. Was ja auf keinen Fall stimmen kann, denn kein Gott würde so einen schlechten, fehlerhaften Text verfassen. Und der französische Arzt hat dann auch große Mühe, hier etwas Sinnvolles zu finden und muss einfach etwas erfinden. Denn es gibt keine einzige Aussage über menschliche Fortpflanzung im Koran. Nur Kreationismus. Dabei ist es doch recht einfach, den natürlichen Anfang als Konzept zu beschreiben. Alles, was doch hier gebraucht wird, sind nur vier Teile. Das heißt, wir haben die beiden haploiden Gameten, also eine männliche und eine weibliche Keimzelle, also Spermatozoon oder Eizelle. Und dann als drittes den Prozess der Befruchtung und dann als viertes nur die resultierende Zygote, die dann den kompletten Chromosomensatz enthält. Aber mit diesen vier Grundelementen, damit fängt das alles an. Und wenn auch nur eines von diesen nicht da ist, dann hört das Ganze auf. Dann gibt es kein Embryo, dann gibt es keinen Fötus und dann gibt es auch kein Kind. So einfach ist das. Und die Keimzellen, die sind nicht aus Wasser, sondern aus einer Vielzahl von Molekülen zusammengesetzt und basierend auf einem Element, das nirgendwo im Koran auftaucht, Kohlenstoff. Und dann folgt eben die Verschmelzung der beiden Zellen
wo die 23 Chromosomenpaare durch einen Meiosevorgang zusammengefügt werden. Mehr ist da nicht. Das ist doch nicht so schwer. Das sollte doch auch ein Gott hinkriegen. Nur steht nichts davon. Null, nada, silch, nix. Davon steht nichts im Koran. Stattdessen haben wir einen Gott, der da irgendwas zusammenpanscht und abracadabra, da kommt dann ein Mensch hervor. Und was wir heute wissen, ist das, was im Koran steht, einfach abgekupfert worden und entspricht haargenau dem, was Griechen einige Jahrhunderte vorher gemutmaßt haben, was sich aber leider als falsch herausgestellt hat. Das heißt, wir so oft, dass der Inhalt dessen, was der Koran beschreibt, dass das falsch ist und was tatsächlich passiert, nicht im Koran steht. So, die Aussage Bukays, dass solch akkurate Aussagen zu formulieren zur damaligen Zeit unmöglich war, ist dann lediglich Augenwischerei, da ja keine Aussagen zur Fortpflanzung und schon gar nicht akkurate Aussagen zur Fortpflanzung im Koran gemacht werden. Und auf Seite 37 schwärmt Bukay dann erst über die erstaunlichen Ähnlichkeiten zwischen den Versen im Koran und dem heutigen Wissen. Das existiert doch gar nicht. Da gibt's keine Ähnlichkeit. Und dann über die detaillierten sprachlichen und wissenschaftlichen Erläuterungen. Ohne zu erklären, wie denn die Embryologie sprachlich herausragen kann im Koran. Und wie die paar Sätze im Koran, die nichts, aber rein gar nichts mit Embryologie zu tun haben, in irgendeiner Form wissenschaftliche Erläuterungen dazu sein sollen. Die sind doch komplett verkehrt. Im Koran steht, wir erschufen den Menschen aus reinstem Ton. Okay, was ist denn daran detailliert oder wissenschaftlich? Da fehlt doch das Wie, das Woraus, Wodurch, Wann, Womit, Wieso, Woher. Und die nun folgende Behauptung, auf die Übereinstimmung zwischen den koranischen Aussagen und dem modernen, naturwissenschaftlichen Wissen, das ist doch eher ein Scherz. Die Übereinstimmung ist doch haargenau gleich null, nicht existent, die fehlt doch komplett. Ganz im Gegenteil, nicht nur, dass die falschen Ideen der damaligen Zeit ungefiltert übernommen wurden, nee, es wurde ja noch das übernatürliche Element dieses Schöpfers oder Gottes hinzugefügt. Das macht es ja nicht besser. Nun, gehen wir mal auf Seite 38 zu der Befruchtung. Und hier schlägt dann der Bukayismus, der schlägt voll zu. Gnadenlos. Im Koran steht im Kapitel 76 der Satz 2. Wir erschaffen den Menschen aus einem Tropfen, um ihn zu testen. Wir machen ihn hörend und sehend. Und Bukay kann damit nichts anfangen und schreibt den Koran um, sodass da steht, wir erschufen den Menschen aus einer Ergussmischung. Das ist zwar immer noch falsch, das haben wir ja vor wenigen Minuten gelernt, aber es hört sich halt besser an, wenn man idiotische Wortkreationen wie Ergussmischung benutzt, als sowas Banales wie Wasser. Ich weiß nicht warum, aber ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass Wasser nichts mit einer menschlichen Zelle zu tun hat. Und nichts, absolut nichts im Koran darauf hinweist, dass die weibliche Zelle, also der weibliche Teil, zu 100% ebenso erforderlich ist wie der männliche Input. Das scheint bei den meisten Islam-Apologeten aber irgendwie nicht reinzupassen. Ich habe ja bereits mehrfach an anderer Stelle, auf die akademische Widerlegung des Konzeptes der Herstellung des Menschen laut Koran. Da habe ich ja schon mehrfach darauf hingewiesen. Dort ist auch die damals in Gebrauch befindliche Bedeutung von zum Beispiel einem Wort wie Nutfa erklärt worden, nämlich eine winzige Menge Wasser, also das, was in einem Wasserschlauch zurückbleibt, wenn dieser geleert wird. Mehr ist das nicht. Und das entspricht eben dem damaligen Verständnis einer winzigen Menge Samenflüssigkeit als Ejakulat beim Mann. Und das ist ja auch ohne weiteres nachvollziehbar. Nur schreibt Bukay hier, dieser Vers indiziert korrekt, dass Befruchtung bei einer sehr kleinen Menge an Flüssigkeit stattfinden kann. Da fehlt irgendwie ein Wort oder es ist ein zu viel oder irgendwas, also der Satz macht so keinen Sinn, aber das behebt nicht den grundlegenden Fehler, da Samenflüssigkeit kein weibliches Ei befruchten kann. Dazu bedarf es einer Samenzelle. Die Flüssigkeit ist nur Transportmittel und Energielieferant.
Ich kann literweise Samenflüssigkeit da über ein Ei rüberkippen, da passiert gar nichts, solange da nicht eine einzige Samenzelle dran ist. Es wird aber noch abenteuerlicher. Der Satz deutet auf eine gemischte oder verdickte Flüssigkeit hin, was eben damals mit bloßem Auge wahrgenommen werden konnte. Und also mehr ist das aber nicht, weil Bouquet macht jetzt daraus, und jetzt haltet euch mal fest, eine Mixtur von männlichen und weiblichen sexuellen Flüssigkeiten. Ich bin sprachlos. Ich meine, der Typ ist Arzt und schreibt etwas, was total bescheuert ist. Was zum Kuckuck ist denn jetzt eine weibliche sexuelle Flüssigkeit, die befruchtet wird? Von einer männlichen sexuellen Flüssigkeit? Oh Mann. Naja, Bouquet merkt, dass dies jetzt vielleicht doch zu viel idiotischer Nonsens ist und macht es dabei dann nur noch schlimmer. Weil auf Seite 39 steht jetzt, dass die menschlichen Nachkommen aus einem Auszug dieser Flüssigkeit geformt werden. Das ist doch völlig falsch. Was bitteschön ist ein Auszug aus Wasser? Oh boy. Naja, es geht nahtlos weiter mit dem nächsten Auszug, aber aus einer ganz anderen Stelle im Koran. Auch eine Flüssigkeit, auch wieder Wasser, nur diesmal verabscheuungswürdig. Und Bouquet ändert das um in unbedeutend. Hä? Warum auch immer? Was soll das denn jetzt? Aber es ist doch genauso falsch. Was ich interessant finde, ist, dass da niemand das Wort verabscheut versteht. Kein mir bekannter Gelehrter geht darauf ein. Die einzige Erklärung, die mir hierzu einfällt, ist, dass es sich hier nicht um ein arabisches Wort handelt, sondern ein Lehnwort, was eine völlig andere Bedeutung haben kann. Aber das ist reine Spekulation meinerseits. Okay, kommen wir zur Einpflanzung. Also es geht jetzt mit der Horrorgeschichte weiter. Im Abschnitt Einpflanzung. Hier bezweifle ich, ob dieser Dr. Bouquet tatsächlich ein Arzt war. Also erst behauptet er, eine Eizelle wird grundsätzlich im Eileiter befruchtet, was ja nicht immer der Fall ist. Und dann sagt er, die Eizelle lässt sich in der Gebärmutter nieder. Das ist doch verheerend. Das stimmt doch gar nicht. Und noch dazu fehlt da eine ganze Woche. Also hier ist das Schema und das sollte ein Arzt doch wissen. Hört der Quatsch jetzt auf? Nee, weit gefehlt. Bouquet behauptet allen Ernstes, Nahrung von der Gebärmutterwand beziehen und mit denen sich die Eizelle regelrecht im Mutterleib festklammert. Also mir fehlen die Worte. Hier ist nichts mit Festklammern, denn eine Blastozyste in diesem Zustand, die kann immer noch weggespült werden. Und dann muss die Gebärmutter die fremden Zellen aufnehmen und nicht abstoßen. Es sind fremde Zellen. Das heißt also, es muss dann etwas Besonderes passieren, damit die eben nicht abgestoßen werden. Naja, und drittens wird das Endometrium so vorbereitet, dass nicht ein Festklammern gestartet wird, sondern eine Einpflanzung, wie der Titel ja sagt. Wobei das Ergebnis ein Embryo mit einer Nabelschnur ist, die in einer Plazenta mündet. Und nicht ein sich aktiv festklammernder Embryo, sowas Idiotisches. Also, es ist auch weder wie ein Blutegel, was ja völlig absurd ist, noch ein Blutklumpen oder ein Anhängsel. Also das Wort Alakal, das im Koran benutzt wird, ist also auf jeden Fall falsch, egal welche der mannigfaltigen Übersetzungen man nimmt. Die Menschen konnten das einfach noch nicht erkennen, das ist halt so. So, dann gehen wir mal auf Seite 40 oder 41, da geht es jetzt um das Embryo selber. Und ich werde hier jetzt nicht alles wiederholen, was ich kürzlich im Video über die Dawa-Schmiede Al-Batul, also eben diese Schiiten, bereits detailliert analysiert habe. Das Video heißt dann Embryologie im Koran. Wer es nicht gesehen hat und Interesse hat, kann sich das dort gerne ansehen. Da gehe ich dann detailliert drauf ein. Bouquet, hier in diesem Büchelchen, in dieser Broschüre, trötet weiter nur Blödsinn raus und behauptet frech, nichts hier genannte stimmt nicht mit dem heutigen Wissen überein und noch viel mehr haben sich keine dieser falschen Ideen aus der Vergangenheit in den Koran eingeschlichen. Naja, grammatikalisch wie sprachlich wie inhaltlich eine Katastrophe. Aber es ist doch leider so, dass hier nichts im Koran stimmt, sobald es mit der Realität verglichen wird. Ganz im Gegensatz zu der Behauptung von Bouquet hat der Koran jeden Fehler und jede Fehlinterpretation der Antike und des frühen Mittelalters mit aufgenommen. Da kommt man nicht drum rum, that's a fact, es geht halt nicht anders.
was die Verfasser des Korans verpasst haben, sind die richtigen Ansätze, die Aristoteles, Hippokrates, Galen und Co., die bereits hatten. Das war ja nicht alles verkehrt, das hätte nur einfach ein bisschen korrigiert werden müssen. Da hätte man ansetzen können und die Ideen in richtige Bahnen lenken können und die Fehler korrigieren können. Ist aber nicht geschehen, weil ja ganz klar die Verfasser des Korans unwissende Menschen waren. Bukay hingegen, der labert munter vor sich hin, redet von Rollen, die die Eizelle und der Spermafaden spielten. Na ja, klar. Leider ist es aber so, dass immer noch einige Muslime diesen Quatsch ernst nehmen, weil Bukay etwas sagt, was sie gerne hören, weil die Wahrheit, die sie von mir bekommen, wesentlich unbequemer ist und schwieriger zu verstehen ist. Und da ist es halt so, dass die Embryologie im Koran keine ist und die Ideen einfach nur geklaut sind und noch dazu falsch. Das ist leider so. Und das heißt, wie üblich, das, was im Koran steht, ist falsch und das, was wirklich passiert, steht nicht im Koran. Soweit zum Thema Biologie im Koran und der Fantasie eines gewissenlosen und unehrlichen Arztes aus Frankreich, eines Maurice Bukay. Und im nächsten Video widme ich dann den letzten Behauptungen und Verdrehungen in dieser Broschüre. Vorschläge, Korrekturen, Kommentare, gerne. Bis zum nächsten Video mit Maurice Bukay. Ciao for now.